Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Ich gebe zu, dass ich bei Titeln, die ich verpasst habe, gerne covertechnisch ein bisschen toleranter bin. Und wenn es das Cover, das ich unbedingt für meine Sammlung haben hätte wollen, nicht mehr gibt, dann nehme ich halt doch lieber einfach ein anderes, als dass ich für das eine Cover, das ich unbedingt wollte, das Doppelte bis Dreifache bezahle. Aber, wie ihr euch sicher vorstellen könnt, gibt es auch von dieser, so wie eigentlich von allen anderen Regeln, auch noch eine Ausnahme. Und eine von diesen Ausnahmen war der Film Das Schlitzohr vom Highway 101. Das hier ist nämlich ein absolut großartiges Cover-Artwork, das ich unbedingt in meiner Sammlung haben wollte, vor allem, weil es ja dann in der Violenza all'Italiana Mediabook-Reihe von Sinestrange direkt neben dem Cover-Artwork von Formel 1 und die heißen und heiße Mädchen steht und diese beiden Motive einfach absolut perfekt zusammenpassen würden. Also da war mir klar, da kommt mir kein anderes Cover in die Sammlung. Und dieser Film, auch bekannt eben als Delitto sull'Autostrada, eben ein Teil der Superbullen-Reihe mit Thomas Millian, insgesamt, wenn man hier zählt, sogar der drittletzte, tatsächlich ist der Film einer vor den Formel 1 und heiße Mädchen, tatsächlich eh auch der die Nummer 5 und Formel 1 die Nummer 6. Dann haben wir, wenn wir da jetzt einmal schauen, auf der einen Seite den wunderschön angebrachten Partial Gloss-Effekt, nicht nur beim Titelschriftzug, sondern eben auch bei Thomas Millian. Hier sehr schön, wie fein gearbeitet wurde, sieht man, finde ich, bei diesen Schnürsenkeln hier. Und das ist ein wundervolles Cover-Artwork, das, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, eh auch das alte deutsche Motiv zu diesem Film war. Der Film lief ja genau mit diesem Plakatmotiv von Jugendfilm in den Kinos, war allerdings in der deutschen Kinofassung ab 12 Jahren freigegeben, aber nicht feiertagsfrei und ist dann sowohl im Kino als auch auf Videokassette ausschließlich in dieser geschnittenen Fassung veröffentlicht worden, obwohl manche Videokassetten sogar draufgeschrieben haben, dass es die ungekürzte Fassung ist. Es gab dann von diesem Film, anders als von vielen anderen Bullenfilmen, keine einzelne DVD-Auswertung, sondern erst im Februar 2021 über Sinestrange dann die entsprechende deutsche Mediabook-Auswertung, wo eben die DVD gleich zeitgleich mit der Blu-ray veröffentlicht wurde. Und das ist ein wundervolles Design, das ich wirklich extrem gerne jetzt in meine Sammlung aufgenommen habe. Wir schauen dann einmal auf das Backcover. Da gibt es natürlich wie gewohnt noch einmal ein mit Spotlack veredeltes Bild von Thomas Millian, beziehungsweise ein paar Informationen zu dem Release. Ganz besonders wichtig ist in dem Fall, finde ich, natürlich die Sache, dass es sich bei dem Titel um eine Synchro des deutschen, ich kann es nicht anders sagen, Synchrongotts Rainer Brandt handelt, beziehungsweise können wir dann hier noch die Inhaltsangabe lesen, beziehungsweise die sonstigen Details zu diesem Release. Es ist die alte deutsche Kinofassung, die ganz offensichtlich um 13 Minuten gekürzt wurde gegenüber der italienischen Originalfassung im Bonusmaterial für diejenigen, die eben keine Sprachwechsel wollen, auch noch mit dabei. Wir finden dann im Inneren auf der einen Seite natürlich die Blu-ray ausgestattet mit dem Motiv, das wir eben auch vom deutschen Kinoplakat kennen, beziehungsweise auf der anderen Seite ein weiteres Bild, das aus dem selben Cover-Artwork ist, nur halt eben quasi die andere Seite. Also das ist quasi demnach auch gut angeordnet in dem Mediabook, weil das ist eben ganz eindeutig das gleiche Motiv wie auf dem Frontcover. Aber wir gehen dann einmal einmal kurz den Weg durch das Booklet, das natürlich auch in dem Fall wieder mit einem Begleittext von, ich nehme an, Christoph Kellerbach ausgestattet wurde. Genau, auch diesmal wieder mit 24 Seiten Text und können hier einen Blick durchwerfen. Da hat man eine ganz nette Gestaltung, finde ich, auf der Booklet-Frontseite, beziehungsweise beim Durchblättern. Ein ähnlich schlichtes Design, wie man es auch eben gerade beim
beim Schlitzohr und dem Bullen hatten, aber diesmal netterweise nicht die Bullets als Markierung für die Seitenzahlen, sondern quasi die Markierung von der Autobahn. Auch das zeigt wirklich, dass selbst wenn das Design von diesem Mediabook-Booklet relativ einfach gehalten ist, man sich bei Sinestrange wirklich Gedanken darum gemacht hat, dass man das Ganze irgendwie individuell gestaltet und irgendwie an den Film anpasst. Das gefällt mir relativ gut. Man muss natürlich dazu sagen, dass der einfache, schwarze, einfärbige Hintergrund nicht ganz toll ist, aber dass es natürlich auch die Lesbarkeit des Textes sehr positiv beeinflusst und man hier daher kommt die Idee von diesen Spuren. Ist auf jeden Fall eine coole Sache. Da gibt es dann noch ein paar alte Motive, alte deutsche VHS-Cover, Kinoplakate, das ist ja eben wirklich dieses eine, ist das klassische Poster und deswegen ganz, ganz wichtig, dass ich diese Version in meiner Sammlung habe. Dank dem lieben Robert habe ich die jetzt auch und freue mich wirklich, dass ich das Schlitzohr vom Highway 101 in meiner Mediabook-Sammlung habe.